Das deutsche Fed Cup-Team bleibt auch 2020 erstklassig. Im Playoff gegen Lettland in Riga holte Mona Bartel mit dem 6:4, 6:3 gegen die frühere French Open-Siegerin Jelena Ostapenko den entscheidenden Punkt zum 3:0 und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Weltgruppe. Meistgelesene Artikel Lind. Fußball, La Liga Real macht wohl Mega-Deal Perfecto Sport, Enba, das ist der NBA-Star ohne Wurf. Fußball, Bundesliga, die kuriose Taktik von Gnabrys Vater, Kampfsport, Rissling, der frühe Tod der Kultfigur Ruteint. Fußball, Premier League, Huddersfield plant nach dem Abstieg, Bartel war kurzfristig für Julia Görges eingesprungen, die bereits seit Tagen über Nackenprobleme klagt. Service, Fed Cup-Ergebnisse, am Freitag hatten Görges und Andrea Petkovic die deutsche Mannschaft mit 2:0 in Führung gebracht. Zunächst gewann Petkovic das Auftakt-Einzel gegen Ostapenko mit 7:5, 6:4. Anschließend setzte sich Görges mit 6:4, 4:6, 6:1 gegen Diana Marcin-Kiewicka durch. Let's block it's, why?